Bereitschaft. Bereitschaft. Ja, auch noch Bereitschaft. Kann ich mit Vancouver Frieden schließen? Nein. Einheit benötigt Befehle. Ja. Geh hier hin. Für Fernangriff in Stellung bringen, Bereitschaft. Jetzt haben wir sowieso noch zwei Spione. Machen wir Franz Josef auf Peking als Diplomat, damit wir schneller die Kultur reinbringen. Ja, und Alois machen wir einen Spion in Warschau. Vielleicht bekommen wir Technologien. So. Dürfte nicht mehr lange dauern, oder? Also nächsten Zug. Und wir sind schon wieder sinkend in Polen. Ich muss unbedingt Warschau einnehmen. Zumindest hoffe ich Warschau, damit dass die ganzen Kulturgebäude haben. Oh, und hier kommt eine Infanterie, hä? Oh. Oh. So. Jetzt muss ich die Infanterie ausschalten. Zuerst mal mit Artillerie beschießen. Du heilst dich. Hast viel Schaden bekommen. Nee, Bomber nicht. Aber die hier. Oh, was haben wir denn hier? Eine mobile Bodenluftrakete. Die muss ich vorher zerstören. Oh, verdammt. Das war jetzt nicht klug. Das war nicht klug. Egal. Abgeordnete einsetzen. Weltherrscher. Österreich. Ah, hier haben wir noch Artillerie. Also muss ich erst den Fernangriff bringen. Kann ich hier nichts machen. Ja, dann mache ich halt. Nein, darf ich nicht. Ich darf jetzt mit dem Bomber nicht rausfliegen, weil sonst wird die mobile Bodenluftrakete mich zerfetzen. Bleib hier. Uiuiuiui. Ja, das war klar.
So, aber jetzt sind sie mitten in unserem Gebiet. Da kann ich sie mit von Lodge aus angreifen. Eine neue Einheit von Sidon. Fragt sich nur welche. Kavallerie zum Selbstmordattentäter. So, mit Artillerie. Boah! Das ist schon heftig. Wie viel die aushalten. Die Infanterie hier ist weg. Jetzt kann ich mich auf den Abfangjäger, also mobile Luftabwehr, konzentrieren. Ja, sorry, falls ich jetzt nicht so viel zu sagen habe, aber in meinem Kopf sind jetzt ca. 5000 Strategien, die alle durchsortiert werden müssen. So, einen Vorschlag machen. Was gibt's denn zu machen? Oh, die orthodoxe Kirche wurde durchgeführt. Das ist cool. Machen wir Gelehrte vor Ort? Klar. Ich darf mit dem Bomber nicht raus. Auch wenn es so verlockend ist, ich darf nicht raus. Aber zumindest die. Bis dahin kommt die mobile Luftrakete nicht hin. Die Berberkavallerie, die kann schon von mir aus zerstört werden. Na komm schon. Infanterie machen wir so. Stadt. Es ist riskant, aber schauen wir mal.
dieses Maschinengewehr ist das blöd platziert. Eigentlich wollte ich mit dem Maschinengewehr noch die mobile Bodenluftrakete angreifen. Muss ich jetzt in die Nähe von Breslau? Hilft nichts. Ja, du bleibst mal hier. Du gehst in diese Richtung. So, und jetzt probieren wir mal zumindest zu. Sch Oh, das ist so blöd. Die machen extrem Schaden. Was haben sie hier eigentlich stationiert? Oh. Das werden sie nicht machen, oder? Das werden sie nicht machen. Ich hoffe es, dass sie es nicht machen. Eine Atombombe, verdammte Scheiße. Nein, du schläfst noch. Bomber. Lodge könnte zwar auch Bomber machen, aber ich glaube, Produktionsgebäude sind jetzt mal wichtiger, damit es schneller geht. Gott, haben die eine Atombombe? Wenn sie die hier hineinwerfen, wären, glaube ich, alle meine Truppen weg. So. Wohin mit dir? Ah, ich wollte die hier. Na, dann geh mal zumindest hierher. Fahren Sie wieder zurück. Und noch eine Bodenluftrakete. Ich kann mit meinen mit meinen Flugzeugen hier nicht rein. So, jetzt werde ich mal die zerstören. Tja, und wenn ich keine Flugzeuge hinbeordern kann, muss ich halt mit Artillerie Warschau einnehmen. So, Graz. Ja, mach halt ein medizinisches Labor. Ist egal. Eigentlich kannst du hier bleiben, eigentlich. So, jetzt gehe ich in die Nähe von Breslau zwar und von Warschau, aber ich hoffe, es zahlt sich aus. So, du gehst zur Heilung für Schanzen. Du gehst noch diese eine Brücke. Du greifst an. Gehst schon mal hier hin. Artillerie. Fernangriffe. Angriff. Das sind nur für Einheiten. Fernangriffe. So langsam dezimieren wir schon Warschau. Versuchen wir
zumindest im Nahkampf diese auszuschalten, auch wenn es vielleicht Verluste bedeutet. Gut. Die haben ja auch einen großen General. Gehen wir mit denen hier hin. Gut, nächste Runde. Oh, jetzt hat er sich wieder geheilt, oder? Ja, das war jetzt klar, dass wir von Breslau. Die sind abgezogen. Nach Posen. Macht Äthiopien gerade Angriff auf Posen? Ein Feind wurde bei der Stadt Linz gesichtet. Aha. Er beordert Einheiten nach Posen. Ist dort gerade Krieg im Gange? Fragezeichen, Fragezeichen. Naja, wir werden es ja bald sehen. Achso, Fernangriff. Bam. Bam. Geh du hier hin und auch bam. Sieht gut aus. Du bleib noch hier. Hierhin. Am liebsten würde ich dich ja wieder angreifen, aber nein. Machen wir Plünderung und bis zur Heilung verschanzen. Nächste Runde ist. Naja, nächste Runde wird sie sich noch nicht ausgehen, weil sie ja noch heilen. Aber in zwei Runden wird Warschau, glaube ich, fallen. Wenn sie jetzt nicht die Atombombe zünden. Nein, ablehnen. Jetzt haben sie noch eine mobile Bombenluftrakete. Wenn wir Warschau eingenommen haben, dann kann der Krieg zu Ende sein. Großer Künstler wurde geboren. So, dann machen wir mal gleich ein großes Werk. Bild eines Wohnhauses im Berg Fukunchan. Huang Gongwang. Hört sich fast. Ja, ist aber nicht koreanisch. Dann halt chinesisch. So. Deckung. Angriff. Angriff. Ja, mit Maschinengewehr auch noch. Angriff. 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 Es geht sich aus. Es geht sich aus, Leute. Angriff. Was machen wir noch hier? Infanterie. Das wird sich noch nicht ausgehen, oder?
Doch. Leute, wir haben Warschau eingenommen. Und damit hoffentlich, ja, Schiefertum von Pisa, Rotes vor Kreml, ja, von mir aus, Big Ben, Brandenburger Tor, Artemis-Tempel, all die Wunder. Globe Theater, das wollte ich eigentlich. Gut. Damit haben wir praktisch gewonnen. Jetzt werde ich noch aushandeln, den Frieden. Pozdrawiam cię. Nein. Mów dalej. Ablehn. Du jak gibst mir podoba, noch eine Stadt. Weil das ist meistens so, wenn eine Zivilisation am Verlieren ist, dann schenken sie eher eine Stadt her, als anstatt dass sie komplett ausgelöscht wird. So, hier haben wir noch einen Flugzeugträger. Die werde ich bombardieren. Was ist das jetzt, die Atombombe? Ja. Du gehst schlafen. Bereitschaft, Bereitschaft, Bereitschaft. Zweite Bombe. Bam. Nächste Runde. Tut mir leid, aber ablehnen. Ich gebe Gold nicht für Pferde her. Oh, nein, das ist nicht wahr, oder? Oh, sie könnten nochmal Warschau zurückerobern. Weil sie haben ja noch zwei Einheiten hier in der Nähe. Aber ich kann sie ja auch dann wieder leicht zurückerobern. Also ist das vergebens, was die da machen. Vor allem mit jedem Einnehmen wird die Verteidigung gesenkt von Warschau. Das heißt, unsere Artillerie kommt leichter durch. Ihr wurdet besiegt? Ihr wurdet besiegt. Eure Zivilisation war ihren vielen Gegnern nicht gewachsen. Aber euer Volk hat die Hoffnung nicht verloren, denn es weiß, dass ihr eines Tages zurückkehren und den Sieg erringen werdet. So, Leute, wir haben verloren. Und ich habe keinen Plan, warum. Achso, warte, doch. Ich habe einen Plan. Der Plan nämlich, dass die Zeit ausgegangen ist. Wir sind in der 500. Runde und wir haben nicht die meisten Punkte. Verdammte Kacke! Und das nur, weil Polen einfach nicht unsere Kultur annehmen wollte. Wir waren so knapp davor. Wir waren so knapp davor. Da hat jetzt tatsächlich Äthiopien gewonnen, als sie die meisten Punkte bekommen haben. Jetzt habe ich auf Wiederholung gedrückt. Oh. Okay, Leute. Tut mir leid, ich habe als Herrscher versagt. Ja, nicht versagt. Eigentlich war ich kurz vor dem Sieg. Ich war bei meinem Bonus vom Tourismus so kurz vor dem Sieg. Nur 9 oder 12 Runden mehr und ich hätte gewonnen. Aber dann
ging der Bonus aus und Polen wollte einfach nicht unsere Kultur annehmen. Ich werde jetzt nochmal kurz nur noch eine Runde gehen, auf nur noch eine Runde gehen und sehen, wie lange Polen gebraucht hätte, um unsere Kultur anzunehmen. Naja, steht jetzt nicht. Aber viel hätte es wahrscheinlich nicht mehr gebraucht. Und vor allem durch die Telekommunikation hätten wir wahrscheinlich auch noch gewonnen. Naja, jetzt können wir sowieso nicht mehr gewinnen. Leute, es war nervenaufreibend, vor allem die letzten paar Runden. Wir sind im Jahr 2050. Äthiopien hat durch Punkteanzahl gewonnen. Ein Sieg, den ich leider nur sehr selten sehe. Weil normalerweise bekomme ich oder eine andere Zivilisation schon die Möglichkeit, einen anderen Sieg zu erringen. Aber diesmal ist es nicht geschehen. Wir alle waren auf einen anderen Sieg aus. Äthiopien war offensichtlich an Demokratie aus, also an Diplomatie-Sieg aus, damit er alle Stimmen bekommt. Hat auch extrem viele Stimmen bekommen, nur er war noch nicht so weit, als Weltherrscher da zu sein. Polen, ich weiß nicht, auf welchen Sieg er aus war. Auf jeden Fall hat er bei jedem ein bisschen mitgespielt. Er hatte bis zum Schluss hin viele Staatsstaaten. Also wollte auch dort ein bisschen mitspielen. Er hat mir den Kultursieg streitig gemacht, indem er einfach Kultur produziert hat. Er war in Wissenschaft vorne, aber er hat einfach nicht durchgezogen. Er hatte in nichts durchgezogen. Er hat einfach nur genervt. Ja, also die anderen Zivilisationen waren eigentlich nicht erwähnenswert. Weiß nicht, vielleicht dass Ägypten noch kulturmäßig vorn war, aber nein, nicht mal das. Frankreich war eigentlich kulturmäßig weit vorne, nur dann hat der eine Stadt nach den anderen verloren und ist dann am Rande der Existenz gesickert. Zum Schluss hin habe ich noch China befreit. Das ist für mich ein großer Triumph. Also, wenn ich da nicht Sieger der Herzen bin, weil ich eine Zivilisation aus dem Abgrund der Tiefen wieder ins Leben geholt habe, kann man mir nichts Schlechtes vorwerfen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir speichern hier. Und würde sagen, danke, dass ihr Civilization mit angesehen habt. Nun, ich bin nicht ganz zufrieden. Ich hätte schon viel früher einen Sieg erringen können. Aber was sollen wir machen? Für das, dass ich eigentlich erst zum zweiten Mal Prinz spiele, war das eigentlich ein guter Lauf. So, und damit, meine lieben Untertanen und Innen, danke ich als Herrscher, als Kanzler, je nachdem, als was ihr mich sehen wollt, ab und beende damit diese Spielrunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.